Annegret Kramp-Karrenbauer, Innenministerin des Saarlandes, hier heute bei der Staatskanzlei. Sie hatten hier auch am Feiertag viel zu tun. Ja, es hielt sich in Grenzen. Wir haben ja die Gruppen auch unter den Kabinettsmitgliedern ein bisschen aufgeteilt, damit auch die passende Gruppe das passende Ressort gefunden hat. Und insofern hielt sich das für jeden in Grenzen. Wie viele Gruppen hatten Sie? Also ich hatte eigentlich 4 Gruppen. 2 hatten dann irgendwie aus Terminproblemen abgesagt. Und mit den beiden anderen, beziehungsweise mit einer, habe ich ein ausführliches Gespräch geführt. Und eine ist irgendwie nicht aufgetaucht. Also insofern hat sich sehr in Grenzen gehalten. Wie finden Sie so einen Tag wie heute, wo die Staatskanzlei für Initiativen, für Gruppen, für Vereine ein bisschen offen ist? Also ich bewerte das sehr positiv. Zum einen muss man feststellen, dass natürlich über die Ministerien oder über die Minister natürlich auch viele Kontakte in den vorpolitischen Raum sowieso laufen. Aber das ist nochmal eine wirklich gezielte Gelegenheit, auch für die Gruppen, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger, sich, sagen wir mal so, die Politik ein bisschen hinter den Kulissen anzuschauen. Und insofern ist es ein gelungener Auftakt und es ist ja durchaus in Planung, dass das auch für die anderen Ministerien im nächsten Jahr quasi eingeführt wird. Und ich muss sagen, für das Innenministerium würde ich mich auf einen solchen Tag freuen und würden wir auch gern ausrichten. Dankeschön. Okay. Sie sind Chef der Staatskanzlei. So ist es. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Seit dem Regierungswechsel, ja. Hm? Seit 1999. Wir freuen uns über die Gespräche und über die Hilfe, die wir dann auch anbieten können. Auf wessen Idee basiert dieses Ereignis heute hier? Das war eine Idee der Mitarbeiter des Hauses der Staatskanzlei, der Öffentlichkeitsseite, aber auch der einzelnen Abteilung im Hause, dass wir diese Treffpunkt Staatskanzlei arrangieren sollten, um einfach mal den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, welche Aufgabe hat eigentlich eine Staatskanzlei, welche Aufgabe hat eine Regierungszentrale. Und ich glaube, das ist uns heute auch gelungen. Können Sie vielleicht in 2, 3 Sätzen kurz sagen, was das für Aufgaben sind? Ja, wir haben ja hier verschiedene Themenbereiche. Erstens hat mal die Staatskanzlei die Funktion der Koordination der Regierungsarbeit generell. Das heißt, wir bereiten die Kabinettssitzungen vor, wir bereiten die Sitzungen des Ministerrates vor, aber auch wir haben bestimmte Themenschwerpunkte, das Thema Medienpolitik, das Thema Europa, das Thema politische Planung, Koordination, das ist Aufgabe der Staatskanzlei. Vielen Dank, Herr Rauber. Alles Gute, viel Vergnügen. Ich muss leider weiter. Hallo. Guten Tag. Hauptsache bist vor, egal wie. Ich stelle mir wunderschön was vor an der Staatskanzlei. Ne? Kann aber irgendwie so toll, ne? Der wird auch schaffen. Eigentlich hat das Haus ein Museum werden sollen. Und jetzt sind die Brüder. Bitte? Jetzt haben wir aber reingehen und sehen, ob was geschafft wird. Ja, sicher. Also dort drinnen sind Leute, die euch durchs Haus führen. Immer so eine einzelne Gruppe. Dann wird alles vorgestellt, was in dem Haus gemacht werden soll. So. Die Trennung und Schaffung, die sind vom Studentenwerk. Das ist nicht, wo der Karl Rauber schon hier? Das ist hier der eigentliche Chef. Also der Chef der Staatskanzlei, der Karl Rauber. Und das ist, in der Politik ist wie anderswo auch. Also es gibt einen, der vorne steht, das ist der Ministerpräsident. Hat nichts und hat nichts zu sagen. Und hinten dran gibt es dann einer, der schafft auch nichts, aber der hat das Sagen. Das ist der Chef der Staatskanzlei, das ist der Karl Rauber. Wir haben noch einen Gast dabei, vielleicht kennst du den Joachim Piet, der hat uns heute Morgen in Saarbrücken gewohnt. Ja, was hat er heute Morgen in Saarbrücken geschafft? Ein Mann von Saarbrücken. Ich will er sieht. Was heißt, wie er sieht? Kennst du ihn nicht? Nee. Nee, der Lieblingsfeind vom Hajo Hoffmann. Ja, das spricht man für ihn. Ich bin hier mit Udo Recktenwald, Pressesprecher der Landesregierung. Wir sind heute hier in der Staatskanzlei, heute Mittwoch, den 15. August, Feiertag. Warum ist hier heute so viel los? Ja, wir veranstalten heute hier einen Treffpunkt Staatskanzlei. Das heißt, die interessierten Bürgerinnen und Bürger des Saarlandes haben die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken, zu schauen, wo und was arbeitet die Regierung. Das geschieht in verschiedenen Formen. Zum einen im direkten Bürgeraustausch mit der Landesregierung, also mit dem Ministerpräsidenten Peter Müller, mit den Ministern, den Staatssekretären in direkten Gesprächsgruppen. Zum anderen gibt es geführte Besichtigungen hier, also Führung durchs Haus mit Erklärungen
was hier passiert. Und es gibt im Nebenhaus, im Palais Röder, das Angebot, Projekte zu besichtigen, Präsentationen, aber auch mit Abteilungsleitern zu bestimmten Themen ihres Ressorts Dialog zu führen. Ist sowas für die Zukunft öfters geplant? Das ist jetzt ein Experiment, es ist erstmals, dass wir das machen und wir müssen natürlich Bilanz ziehen. Ich denke, es ist sehr vielversprechend hier angelaufen, es waren sehr viele Leute da, die sich interessiert haben. Es ist ja bewusst kein klassischer Tag der offenen Tür, sondern es dient der Information, dem Dialog, dem Austausch und es wird gut angenommen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir das auch kontinuierlich fortsetzen in den nächsten Jahren. Im Übrigen ergibt sich ja und hat sich auch ergeben aus den Gesprächen, die es heute gab, weitere Folgetermine, wo bestimmte Sachverhalte dann weiter aufgearbeitet werden. Es gibt heute auch noch eine Preisverleihung. Ja, wir haben um 17 Uhr hier in der Halle der Staatskanzlei werden unsere Helden 21 prämiert, und zwar die ersten vier. Das Ganze findet, wie der Treffpunkt Staatskanzlei auch, im Saarland 21 statt. Saarland 21 ist ein Projekt zur Aktivierung des ehrenamtlichen Engagements und wir zeichnen Projekte aus, die hier eine besondere Sache vorzuweisen haben, die ein besonderes Projekt, ein außergewöhnliches Projekt angestoßen haben. Und da wird es heute Abend um 17 Uhr werden die 10 besten... Dankeschön, das war Udo. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich heute gleichzeitig im Fernsehen und im Radio hier beim offenen Kanal im neuen Medienzentrum hier auf den Saarbrücker Saarterrassen. Ja, die Landesregierung für das Saarland plant ein neues Landesmediengesetz. Und in diesem Landesmediengesetz geht es unter anderem auch um uns hier, um die Macherinnen und Macher vom offenen Kanal. Es soll geplant werden, neue Verbreitungswege für den offenen Kanal zu suchen und in die Wege zu leiten. Es hat einen Entwurf gegeben für ein neues Landesmediengesetz und darüber wollen wir heute reden. In diesem neuen Landesmediengesetz wird nämlich unter anderem geplant, den offenen Kanal in Zukunft nicht mehr nur über das Radio zu verbreiten, sondern halt eben auch über das Internet. Und da kann man nur sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Sache, denn über das Internet werden wir immerhin weltweit dann zu sehen und zu hören. Über Real Audio und Real Video ist das ja per se keine schlechte Sache, die auch technisch nicht sehr anspruchsvoll ist, aber man bräuchte dann in Zukunft, um den offenen Kanal empfangen zu können, halt eben einen Multimedia-Computer, eine Soundkarte und man müsste mit dem Ding auch umgehen können, sodass wir also hier vom offenen Kanal befürchten, dass gesetzt den Fall, der offene Kanal würde in Zukunft nur noch über das Internet verbreitet, doch uns eine große Zahl an Hörerinnen und Hörern halt eben verloren gehen würde. Und im Fernsehen sieht es nicht anders aus. Der offene Kanal wird momentan terrestrisch über UKW verbreitet auf 103,7, darüber hinaus landesweit im Kabel und im Fernsehen sind wir auch zu sehen, immer samstags abends auf dem gleichen Kanal, auf dem hier SaarTV sendet, das ist der Kabelkanal 5. Zu befürchten steht also, dass wenn das neue Landesmediengesetz, so wie es derzeit formuliert ist, realisiert wird, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben werden, nämlich die Leute, die den offenen Kanal gucken und hören können, weil sie einen Multimedia-PC zu Hause haben oder halt eben auch nicht, weil es ihn unter Umständen in Zukunft gar nicht mehr auf UKW-Radio gibt. Dazu sind wir heute Abend hier, über diese Thematik zu sprechen. Und mein Mitmoderator Hans-Jürgen Mühlen, den ich Ihnen an dieser Stelle
herzlich vorstellen möchte, wird Ihnen nun unsere Gäste vorstellen. Zu diesem Thema begrüßen wir hier im offenen Kanal die beiden medienpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen, Kurt Schönen, CDU, und Ulrich Kommerson, SPD. Frage an Herrn Schönen. Herr Schönen, Sie sind nicht nur medienpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sondern auch Mitglied beim Landesmedienrat. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass die CDU den offenen Kanal mitträgt. Plötzlich platzte die Bombe mit dem neuen Gesetzesentwurf. Was steht dahinter? Herr Mühlen, zunächst einmal ist der Gesetzentwurf nur ein Referentenentwurf. Er ist nicht einmal ein Papier, das durch die Landesregierung schon passiert wäre. Also müssen wir sehr vorsichtig sein mit dem, was drin steht. Es steht allerdings in der Tat etwas völlig Neues darin. Der offene Kanal hat das Beiwort Internet bekommen. Und es ist die Frage, was sich dahinter verbirgt. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass der § 61 des Gesetzes offener Kanal Internet eine neue Chance bedeutet. In der Tat ist die Frage, wird der offene Kanal in Zukunft nur über Internet empfangbar sein? Dann müssen wir die Befürchtung teilen, die der Vorsprecher genannt hat. Aber das ist ja nun einmal noch offen. Allerdings soll auch Folgendes betont werden. Der offene Kanal Internet versucht genau die Zweiklassengesellschaft auf einem anderen Sektor zu beseitigen, wo sie sich auftut, nämlich im Umgang mit dem Internet und in der Greifbarkeit des Internets. Wir haben in der Tat viele Menschen, die das Internet nutzen können und wollen, aber auch sehr viele, die es nicht nutzen können und auch nicht wollen. Und genau in diese Lücke versucht der § 61 des Gesetzentwurfs hineinzustoßen. Das fürs Erste. Gut, aber falls jetzt, also im neuen Gesetzentwurf, da steht ja nichts drin von offener Kanal, Radio und Fernsehen, was normalerweise drinstehen sollte. Wir haben öfter Mandatsträger der CDU zum offenen Kanal befragt und wir bekamen immer positive Antworten. Zum Beispiel von Dr. Gerd Bauer, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Stefan Toscani. Auch die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Daniela Schlegel-Friedrich, sogar der damalige Innenminister und jetzige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Klaus Meiser sagte vor etwa einem Jahr: Ich wünsche mir, dass der offene Kanal erhalten bleibt, dass sich das Ganze noch erweitert, weil ich denke, die Medienvielfalt ist erstens wichtig, zum Zweiten ist auch Regionalisierung wichtig. Und wenn ich mir die Medienlandschaft heute betrachte, vor allen Dingen mit dem Privaten, und wenn man sieht, dass dort nur noch nach Quoten gesendet wird, dann ist es sehr wichtig, dass es sowas wie den offenen Kanal gibt, der sich auch der Themen annimmt und der Schichten annimmt und derjenigen, die senden wollen, annimmt, die in den großen Medien keine Chance haben. Ja, also das ist ja auch ein, also viele CDU-Mitglieder haben immer positiv dazu Stellung genommen zum offenen Kanal, Radio und Fernsehen. Ich meine, der Sender hier ist ja was Gutes, ja, und jetzt in diesem neuen Gesetzesentwurf ist halt per Text, was da drin steht, ist sowas nicht mehr vorgesehen. Warum dieser Sinneswandel? Ist mit einer Korrektur zu rechnen? Die Frage geht wieder an mich. Zunächst einmal bekenne ich mich auch zum offenen Kanal und hoffe und sage noch einmal wie eben schon und wünsche, dass der offene Kanal nicht etwa verschwindet. Das wäre schade und nicht vertretbar. Ich verweise auf den dritten Satz des § 61, wo wörtlich drin steht, ich zitiere, Einzelheiten über Zugang und Nutzung regelt die Landesmedienanstalt Saar durch Satzung, die der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. Das heißt, hier ist sehr, sehr vieles offen, was Zugang und Nutzung angeht. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass der offene Kanal auch weiterhin so gesendet werden kann wie bisher. Ich kann Ihnen allerdings darauf keine hundertprozentigen Versprechungen machen. Ich sage noch einmal, das hier ist nur ein Referentenentwurf und da wird sich noch sehr vieles ändern. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn viel noch für Ihr Anliegen getan wird. Das gehört zur Politik.
der offene Kanal auf UKW 103,7 und im Kabel auf Kanal 5. Hallo und herzlich willkommen nochmal, falls Sie etwas später eingeschaltet haben, zu unserer Talkrunde heute zum Thema offener Kanal und seine Zukunft. Wir haben Gäste von den größten Parteien hier, die im Landtag des Saarlandes vertreten sind, von der SPD und von der CDU, Herr Schön und Herr Kommersau. Wir haben schon gehört, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, das für den offenen Kanal einige Änderungen unter Umständen in petto haben könnte. Und wir Nutzerinnen und Nutzer vom offenen Kanal sehen uns halt eben nun in der misslichen Lage, dass wir befürchten, unsere Radioverbreitung in Zukunft zu verlieren und halt eben nur noch über das Internet verbreitet zu werden. Herr Commerçant, was halten Sie von diesen Plänen? Ich möchte zunächst noch mal festhalten, der offene Kanal hat im Saarland einen festen Stellenwert in den letzten Jahren bekommen, zu Zeiten, als die SPD in diesem Land noch die Regierung gestellt hat. Wir waren sowas wie Vorreiter auch für die Entwicklung des offenen Kanals. Wenn dieser Entwurf in die Tat umgesetzt würde unter CDU-Verantwortung, wäre das Saarland im Übrigen auch das einzige Bundesland ohne ein Bürgerrundfunk, Bürgerfernsehen bundesweit. Ich denke, allein das spricht schon ganz klar dafür, dass wir den offenen Kanal erhalten müssen, und zwar in der bisherigen Form erhalten müssen mit Rundfunk und Fernsehen, aber natürlich auch zusätzlich Internetangebote schaffen, die es im Übrigen ja auch schon gibt. Insofern ist da auch nichts Neues. Unsere Position ist ganz klar, wir wollen eine Öffnung für künftige Entwicklung in jedem Fall haben, in allen möglichen technischen Bereichen, die Erneuerungen vorhanden sein werden. Aber wir sind auch ganz klar der Auffassung, wir müssen jetzt die Chance nutzen dieses Mediengesetzes, auch mehr Eigenverantwortung für die Landesmedienanstalt in bestimmten Bereichen zu kriegen. Und da greift der Entwurf in meinen Augen völlig daneben. Es wird viel zu sehr auf den Staat gesetzt bei diesen Sachen, viel zu regierungsnah alles organisiert. Wir müssen, glaube ich, ganz deutlich dafür sorgen, dass der Landesmedienrat seine bisherige Stellung noch stärker behauptet und über die Entwicklung des offenen Kanals auch in Zukunft entscheidet, damit Bürgerrundfunk und Bürgerfernsehen im Saarland erhalten bleiben. Halten wir mal fest, dass keine der beiden großen Parteien im Saarländischen Landtag den offenen Kanal als solches, als Institution in Frage stellt. Unterhalten wir uns eher wohl über die Überwachung des offenen Kanals, über die Finanzierung sicherlich auch und über die technischen Verbreitungswerte. Aber gehen wir doch mal ein bisschen zurück in die 80er Jahre, als die SPD-Regierung unter Oskar Lafontaine dieses Bürgermedium aus der Taufe gehoben hat. Jetzt haben wir seit knapp einem Jahr, zwei Jahren eine CDU-Regierung, und nun sind die ganzen schönen Posten, die damals die SPD-Regierung in den saarländischen Medien etabliert hat, Vorsitzender von Landesmedienrat, früher hieß das Landesrundfunkausschuss, waren Rother, und der Vorsitzende der Landesrundfunkanstalt, heißt heute Landesmedienanstalt Saar, waren Rother, und die entscheidenden Positionen beim Saarländischen Rundfunk rot besetzt. Kann es nicht sein, dass die CDU nun hingeht und das Ganze ein bisschen mehr in ihre Richtung umstricken möchte und dass von daher eigentlich doch so die wahren Hintergründe herkommen? Ja gut, es ist unstrittig so, dass das Mediengesetz insbesondere bei den beiden großen Gremien, also dem Medienrat und dem Rundfunkrat, in der Zusammensetzung ganz klar versucht, zugunsten der Regierung Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Wir haben eben vom Kollegen Schönen schon gehört, das ist im Moment noch ein Referentenentwurf. Ich habe da schon so eine halbe Distanzierung auch der CDU-Fraktion rausgehört gegenüber diesem Referentenentwurf. Wir sind ja zurzeit noch im Stadium, in sehr frühen Stadien des Gesetzgebungsverfahrens. Meines Wissens wird dieser Entwurf, nachdem er jetzt in der externen Anhörung war, zumindest nochmal gründlich überarbeitet. Es gibt zahlreiche Stellungnahmen bereits, hunderte von Seiten von Papier, die jetzt sicherlich nochmal im Regierungsapparat diskutiert werden und dann meines Wissens Anfang September im Kabinett beraten werden und dann erst dem Landtag überhaupt zugehen. Insofern sind wir als Parlamentarier, als Abgeordnete quasi ja zurzeit noch gar nicht unmittelbar befasst mit dem Gesetzentwurf. Ich gehe davon aus, dass der Entwurf bei weitem nicht mehr so aussehen wird, wenn er in das Parlament eingebracht werden wird wie zurzeit. Das ist im Übrigen auch nichts Neues.
bei Gesetzen, Referentenentwürfe unterscheiden sich in der Regel sehr, sehr stark von dem, was später ins Parlament reinkommt. Trotzdem bleibt natürlich die Situation, dass da versucht wird, in eine bestimmte Richtung zu drücken und bestimmte Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Aber beispielsweise eine so wichtige gesellschaftliche Organisation wie die Arbeitskammer aus dem Rundfunkrat und aus dem Medienrat rauszuhalten, kann allen Ernstes auch die CDU-Mehrheitsfraktion so nicht mittragen letztlich, da bin ich ganz sicher. Frauenrat offensichtlich auch, wie ich neulich gehört habe, auch der Frauenrat soll in Zukunft, wenn es so denn durchgeführt wird, wie das momentan vorgesehen ist, nicht mehr im Landesmedienrat vertreten. Herr Schön, da ist jetzt einiger Tobak rübergekommen, neben den Lippenbekenntnissen hin zum offenen Kanal. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Müssen wir uns wirklich so um unsere eigene Zukunft hier Sorgen machen? Ach Gott, sich um die Zukunft sorgen ist immer gut. Ich stimme dem Kollegen Kommersson voll und ganz zu. Wir sind als Parlamentarier mit der Sache ja bisher nur am Rande befasst. Ich sage es noch einmal, aber nicht noch zehnmal. Es handelt sich nur um einen Referentenentwurf, mit dem man aber interessanterweise Dinge gemacht hat, die vorher auch nicht üblich waren. Es ist ins Internet eingestellt worden und weit gestreut worden. Und das finde ich recht gut, aber viele glauben, das ist das Ende vom Lied, so kommt es und es gibt also viel Aufschreien im Land, zum Beispiel auch was die Besetzung der Gremien angeht. Übrigens, das eine flicke ich an dieser Stelle ein, die CDU wird nicht das eine oder andere nur umstricken mögen, sie wird es auch tun. Es wird natürlich neue Besetzungen von Posten geben. Das hat der Wählerwille so entschieden, das liegt auf der Hand. Wenn Sie wollen, können wir darüber nachher ja mal noch einmal reden. Aber ich sage noch einmal, ich hoffe und wünsche und setze mich auch dafür ein, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es hier drin steckt und drin steht und vor allem, dass Ihre Befürchtungen sich nicht erfüllen. Das gilt auch für die Arbeitskammer. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, dass die Arbeitskammer nicht mehr im Rundfunk- und Landesmedienrat drin ist. Es sei denn, man will der Arbeitskammer den Krieg erklären, will sie im Grunde nicht mehr. Das wäre was ganz anderes. Nur das würde nicht mit meiner Zustimmung gehen. Ich setze mich für das ein oder andere hier jetzt auch bei Ihnen ein. Ich weiß nicht, ob am Schluss ich mich durchsetze. Das weiß ich nicht. Sie kennen diese Gepflogenheiten in der parlamentarischen Demokratie. Ich kämpfe, ob ich am Schluss obsiege, wird sich dann zeigen. Aber noch einmal, hier wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da haben Sie sicher recht, aber Sie haben es mit einer gewissen Suffisanz vorhin schon angesprochen. Solche Referentenentwürfe ziehen relativ schnelle Kreise, seit es das Internet gibt. Womit wohl auch die These untermauert wäre, dass das Internet für den offenen Kanal gar kein sehr schlechtes zusätzliches Verbreitungsmedium sein möchte. Ich zum Beispiel, der ich eine monatliche Mediensendung hier im offenen Kanal mache, ich habe innerhalb von 14 Tagen, ich glaube irgendwie so zwischen 20 und 30 E-Mails allein nur zu diesem Referentenentwurf bekommen von allen möglichen Leuten, die mich auf ihrem E-Mail-Verteiler stehen haben. Da kann man also schon mal dran sehen, was sowas doch an Wellen schlagen kann. Aber bleiben wir mal bei den Wellen. Wir haben ja da diese schöne UKW-Frequenz 103,7, die wir in den 80er Jahren zugeteilt bekommen haben. Eine, wie wir finden, sehr, sehr gute UKW-Frequenz, die sehr stark sendet. Wir sind damit fast von Bitburg bis Straßburg zu hören und fast von Luxemburg bis Kaiserslautern und kommen da in jedem auch noch so kleinen Radio, in jedem Autoradio und in jedem Schwimmbad, Kofferradio gut rüber und liegen gleich rechts neben Radio Salü und sind da relativ gut positioniert. Ist es für Sie einsichtlich, dass es für den offenen Kanal Saarland Hörfunk eine enorme Hörerinnen- und Hörerverlustmarke bedeuten würde, wenn man denn aus dieser 103,7 in Zukunft was anderes machen würde? Noch ein öffentlich-rechtliches Programm oder ein privates, anderes Programm? Jetzt kann ich es ganz einfach mal sagen, ja, denn natürlich, das ist ja die entscheidende Frage. Angenommen, die Frequenz würde gekippt, ist die Erreichbarkeit des offenen Kanals, so wie sie bisher war, dahin. Das ist völlig klar und ich glaube, das ist der ganze Streitpunkt. Deswegen wäre es für meine Begriffe wünschenswert, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Das eine tun heißt, das alte bewährte beibehalten und das neue, das Internet angehen. Ich meine, wir werden ja nicht sagen können, wir brauchen kein Internet, wir wollen kein Internet, haben Sie auch nicht gesagt. Im Gegenteil, wir müssen uns dem öffnen und sollten. Ich hoffe, dass beides möglich ist.
Womit wir auch von Ihnen das Lippenbekenntnis hätten zur Existenz des offenen Kanals. Und jetzt hören wir uns mal an, was Jo Leinen dazu zu sagen hat. Jo Leinen, Europaabgeordneter hier aus dem Saarland. Hallo Jo Leinen. Hallo, guten Tag. Du hast jetzt auch schon mitbekommen, dass das Landesmediengesetz derart geändert werden soll, dass es den offenen Kanal nicht mehr im Radio und Fernsehen geben soll, sondern nur noch im Internet. Wie ist deine Meinung dazu? Also das wäre ja völlig im Gegensatz zu allen Äußerungen von Politikern, dass man junge Menschen an die Medien ranbringen will. Nicht die Mediengesellschaft ist Teil unseres Lebens und je früher man damit beginnt, desto besser. Ich kann das eigentlich nicht verstehen, warum der offene Kanal quasi abgeschafft werden soll. Nicht? Weil wenn man das nicht mehr hören kann und im Fernsehen sehen kann, dann ist es quasi abgeschafft. Über Internet hat ja nur ein Teil der Leute Zugang und ich fände das auch undemokratisch, weil man wäre ja gezwungen, einen Internetanschluss sich zu beschaffen. Das kann eigentlich nicht sein und ich glaube, das muss auch nochmal geändert werden. Also du bist dafür, dass es den offenen Kanal des Saarlandes weiterhin so wie jetzt gibt, und zwar im Radio und im Fernsehen. Ja sicher, er muss durch alle Medien erreichbar sein, die zur Verfügung stehen. Und das Radio und das Fernsehen sind immer die Basismedien, wie man Sendungen empfangen kann. Über Internet, das wird zwar irgendwann mal kommen, dass viele das haben, aber das ist ja heute nicht der Fall. Und man würde den Kreis der Zuhörer und Zuschauer doch ungemein einschränken. Ich kann den Sinn nicht erkennen, das geht gegen jede Entwicklung, die man auf dem Medien- und Bildungssektor gerne hätte, nämlich gerade junge Leute, umso mehr an die Medien ranzuführen, je mehr wie es geht. Vielen Dank, das war Jo Leinen, Europaabgeordneter zum Landesmediengesetz. Ja, herzlichen Dank auch nochmal von dieser Stelle nach Straßburg an Jo Leinen. Ja, Herr Schön, Frage an Sie, da bleibt glaube ich auch keine Frage offen, auch hier ein eindeutiges Lippenbekenntnis Ihres politischen Opponenten. Alles soll so bleiben, wie es ist und das Internet soll hinzukommen. Habe ich es richtig so verstanden? Ja, in etwa schon. Vorsicht mit der Formulierung, alles soll so bleiben, wie es ist. Es wird nie alles so bleiben, wie es ist und es soll auch nicht alles bleiben, wie es ist. Wir müssen uns den modernen Dingen stellen und müssen uns für sie öffnen. Das heißt also, das Stichwort Internet kann in diesem Zusammenhang kein Schimpfwort sein. Es muss eine Chance sein. Und ich bleibe bei der Formulierung, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich nehme an, dass das Internet an Verbreitungsgrad gewinnen wird. Ich glaube, das schätzen wir alle so ein. Und es wird der Tag vielleicht nahe sein, wo das Internet so weit verbreitet ist, vielleicht wie heute das Telefon. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Dann stellt sich so eine Frage völlig anders. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo beides wirklich seine Chance haben muss. Das eine wegen der Erreichbarkeit derjenigen, die das Internet nicht nutzen können oder wollen, und das andere aber auch, die es nutzen können und nutzen wollen. Wie das ausgeht, wie das technisch geht, da bin ich im Moment überfragt. Ja, das sollte man vielleicht dann aber auch in einen solchen Gesetzentwurf reinschreiben. Das meinte auch dazu unser Oberbürgermeister. Der offene Kanal hat für mich zwei Richtungen, die für mich bedeutsam sind. Einmal, dass es die Möglichkeit des Bürgerdialogs gibt und zum Zweiten, dass junge Menschen als Nachwuchsleute trainiert werden, wie sie mit einem solchen Medium umgehen. Und dementsprechend finde ich auch, dass die Ausstrahlung des offenen Kanales sich nicht begrenzen sollte auf das Internet, sondern sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen übertragbar sein sollte. Internet ist gut, hat aber eine sehr begrenzte Möglichkeit, damit einen entsprechenden Dialog zu führen, weil erkenntnismäßig hauptsächlich eine ganz kleine Gruppe intensiv im Internet ist. Das heißt, die größere Beteiligung der Bevölkerung wäre sonst ausgeschlossen. Ich empfehle deshalb sehr, dass auch die gesetzlichen Grundlagen voraussetzen, dass dies allgemein auch weiterhin ausgestrahlt werden kann. Herr Commerson, haben Sie eine Homepage? Ja, www.commerson.de, ganz einfach. Das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist meine Tochter auch mit Bild unterzubringen, aber die ist erst ein halbes Jahr und seitdem habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Beziehungsweise nutze ich alle freie Zeit eben dafür, mich mit meiner Tochter zu beschäftigen und nicht ihre Bilder einzuscannen und ins Internet zu stellen. Aber es ist ja unbestritten, dass Internet eine wichtige Sache ist. Ich habe auch den Eindruck gewonnen,
bei diesem Mediengesetzentwurf hat die Landesregierung versucht, auf Teufel komm raus modern zu wirken. Es ist dabei vieles verloren gegangen, was eben auch dazu gehört. Es gehört für mich zum Rundfunkbereich in jedem Fall dazu, Medienvielfalt auch gewährleistet zu sehen. Es gehört für mich dazu, Rundfunk nicht nur als Wirtschaftsgut zu sehen, sondern eben auch als kulturelles Gut zu sehen. Dazu kommt beispielsweise, die Diskussion hatten wir auch im Zusammenhang mit dem Mediengesetz, dass wenn dieser Entwurf Gesetz würde, ausländische Programme, insbesondere französischsprachige Programme, wohl kaum noch eine Chance hätten, in unserem Kabelnetz verbreitet zu werden, weil einfach nur noch kommerzielle Interessen berücksichtigt würden. Das wird die SPD-Fraktion so auch nicht hinnehmen wollen. Da werden wir mit Sicherheit auch dagegen angehen und werden vor allem die beiden Dinge, die Hajo Hoffmann eben auch schon angesprochen hat, noch mal stärker berücksichtigen wollen. Das ist zum einen, bereits gesagt, die Medienvielfalt, die gewährleistet sein muss, auf der anderen Seite natürlich aber auch das, was hier konkret jeden Tag passiert, Medienkompetenz zu vermitteln, also jungen und älteren Menschen Zugang zu neuen Medien zu geben. Und neue Medien sind eben nicht nur, bestehen eben nicht nur aus dem Internet, sondern neue Medien sind nach wie vor auch im Rundfunkbereich zu sehen, im Fernsehbereich zu sehen, wo die technische Entwicklung ja auch nicht Halt gemacht hat. Wir brauchen ja nicht so zu tun, als gäbe es plötzlich nur noch Internet und alles andere wäre von gestern. Das ist ja auch das, was Michael Steinmetz von den IG Medien, jetzt Verdi, veröffentlichte. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen. Er sagt also, grundsätzlich begrüßen wir, dass die Landesregierung die Verbreitung des Internets fördern und die Gefahr einer digitalen Spaltung der Bevölkerung entgegenwirken will. Wir lehnen es ab, dass Einnahmen aus Rundfunkgebühren etc. dazu verwendet werden sollen, Unternehmen finanzielle Anreize für ihr Engagement im Internet zu bieten. Es wäre jedoch zu begrüßen, wenn die Aufgaben des offenen Kanals, um die unter § 61 Absatz 2 bis D aufgeführten Punkte erweitern würde. Die Landesregierung plant jedoch im Gegenteil, den offenen Kanal in seiner bisher nach Landesrundfunkgesetz § 72 definierten Form abzuschaffen. Wir lehnen diesen Schritt entschieden ab. Wir fordern stattdessen, den offenen Kanal zu stärken. Der offene Kanal als nicht kommerzieller Rundfunk ist eine wichtige Erweiterung des dualen Systems. Er muss deshalb gefördert werden. Die Anzahl der Frequenzen und Programmplätze ist den Bürger- und Bürgerinnenfunk zu erhalten und auszubauen. Ziel muss es weiter bleiben, nicht kommerziellen Initiativen den Zugang zu den audiovisuellen Medien zu ermöglichen. Die Zugangsschwelle ist im Interesse von Demokratie und Medienvielfalt abzubauen. Die medienpolitische Arbeit im schulischen und außerschulischen Bereich muss auch und gerade im Zeitalter des Internets verstärkt und ausgebaut werden. Eine Vernetzung des offenen Kanals mit den Schulen ist ein Schritt hin zu diesem Ziel. Offene Kanäle oder nicht kommerzielle lokalen Hörfunk gibt es inzwischen in allen Bundesländern. Ihre medienpolitische Bedeutung ist unumstritten. Die Fähigkeit zum Umgang mit alten und neuen Medien im Sinne von Medienkompetenz ist schon heute ein wichtiger Standortfaktor. Hier ist der offene Kanal auf UKW 103,7 und im Kabelkanal 5 im TV. Jetzt habe ich mich mal hier ins Publikum begeben und begrüße herzlich Herrn Michael Steinmetz von der IG Medien. Ihr heißt ja jetzt Verdi, ne? Aber wie, Sie schütteln den Kopf? Nee, Manfred Glasen. Manfred Glasen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, ja? Also ich nehme alle Unverschämtheiten zurück, werfe das Konzept einfach dahin, wo es gehört. Sie wollten auch was dazu sagen. Ja, also ich möchte dazu sagen, dass ich selbst eine Sendung im offenen Kanal mache und dann nebenbei noch zufällig bei den Grünen bin. Und wir haben natürlich auch diesen Entwurf im Internet gelesen und natürlich auch die Aushänge im offenen Kanal, die einzelnen Nutzer dorthin gemacht haben. Und es hat mir natürlich die Sprache verschlagen, habe natürlich sofort den Text angesehen und dann natürlich auch eine entsprechende Presseerklärung dazu verfasst, die also im Wesentlichen folgenden Inhalt hat, nämlich dass wir uns für den vollwertigen Erhalt des offenen Kanals hier auf den Saarterrassen einsetzen, dass wir in jedem Fall dafür sind, dass der offene Kanal auch in Zukunft über Fernsehen und Radio und über Internet empfangbar ist. Das ist mit Sicherheit wichtig und ausbaubar und sinnvoll, aber eben Radio und Fernsehen auch.
Und wir weisen darauf hin, dass eben nur eine Minderheit der Bevölkerung bisher die Möglichkeit hat, über das Internet entsprechende Beiträge zu hören. Es gibt ja schon Webradio, aber das noch nicht so verbreitet. Man muss dazu natürlich sagen, dass es im Moment noch sehr teuer ist, online über das Internet Radio zu hören. Nicht jeder hat eine Flatrate, die pauschal so und so viel Mark kostet, sondern das kostet dann eben pro Minute 2,5 Pfennig im billigsten Fall. Und das ist dann doch für die meisten so teuer, dass sie sich nicht eine Sendung eine Stunde lang anhören werden im offenen Kanal. Also insofern ist die Erreichbarkeit des offenen Kanals, wenn Radio und Fernsehen wegfallen würde, nicht nur dadurch eingeschränkt, dass es nur noch im Internet käme, sondern auch dadurch, dass es teuer ist und dann eben die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen, Hörerinnen eben dann halt nur eine sehr begrenzte Zeit dann auch im Internet blieben und die Sendungen nicht mehr in dem vollen Umfang hören würden, wie das bisher der Fall ist. Und das darf nicht sein. Klares Statement des Vertreters der Grünen hier im Landtag. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich Sie Herr Steinmetz genannt habe, Herr Klaasen. Hans-Jürgen. Ja, also was Herr Manfred Klaasen eben schon angesprochen hat, per Radio und Fernsehen, nur per Internet, ist nicht ganz billig. Und man hat auch nicht solche Freiheiten, also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, da dann im Internet Radio hören, ist technisch machbar, aber das ist dann noch teurer. Und also als Stichworte sollte die Zukunft des offenen Kanals so aussehen, Zugangsoffenheit, landesweite drahtlose Verbreitung, so wie bisher, Zentralstudios in Saarbrücken und dezentrale Stadtradios, was der offene Kanal ja auch hat, nicht nur hier auf den Saarterrassen, sondern der hat ja auch Stadtradios, also die außerhalb von Saarbrücken sind. Und der offene Kanal hat auch Schulprojekte und die wären meiner Meinung nach damit alle in Gefahr. Ja, das Saarland wäre dann das einzigste Bundesland ohne Bürgerradio. Ja, warum, also wenn es jetzt den offenen Kanal, Radio und Fernsehen nicht mehr gäbe, also nehmen wir mal, gehen wir mal davon aus, es würde nur noch Internet geben, warum könnte das so sein? Hätte das vielleicht was mit den Finanzen zu tun, dass dadurch Geld eingespart werden soll, Herr Schönen? Jetzt machen wir natürlich theoretische Planspiele, was wäre wenn. Ich gehe davon aus, dass der offene Kanal bleibt. Wenn man den so nicht mehr will, dann bin ich wirklich der Meinung, soll man den entscheidenden Schritt machen und sagen, auch der Begriff weg. Entweder bleibt der offene Kanal erhalten, dass er als offener Kanal funktionsfähig ist und erkennbar, oder man muss den Mut haben zu sagen, weg mit dem Begriff. Wenn ich die Sache nicht mehr will, muss ich auch den Begriff streichen. Was das andere angeht, ob da finanzielle Pläne dahinter stehen, was in den Köpfen in der Staatskanzlei vor sich geht, bis ins Letzte, weiß ich nicht, will ich auch nicht spekulieren, ich kann nur meine Meinung sagen. Gut, ich habe also, es hält sich ganz hartnäckig, ein Gerücht. Und zwar, es stehen ja jetzt Wahlen vor der Tür für einen neuen Direktor der Landesmedienanstalt. Und da ist ja im Gespräch, dass Dr. Gerd Bauer dies werden soll. Jetzt habe ich gehört, er wäre fachlich nicht so qualifiziert dazu und sollte einen Stellvertreter zur Seite kriegen. Und dieser Stellvertreter kostet natürlich Geld. Und dies soll damit finanziert werden durch Kosten, die beim offenen Kanal eingespart werden soll. Jetzt geht das Gerücht natürlich weiter. Und zwar habe ich jetzt auch wieder nur gehört, dass im Gespräch für den Stellvertreter der Dr. Ukro sein soll, der diesen Entwurf gemacht hat. Haben Sie dieses Gerücht auch schon gehört oder ist da irgendwas Wahres dran? Ach Gott, jetzt, wenn wir jetzt Gerüchteküche spielen, ja, lassen Sie ja mir sein, mal dass, 10 Minuten ja sein, Zeit, dann erzähle ich Ihnen mal, was an Gerüchten in diesem Lande alles umschwirrt. Ich habe die Gerüchte gehört, wobei ich Ihnen sage, ein Gerücht ist sicherlich nicht, dass der Dr. Bauer diese Position erlangen soll. Ich gehe davon aus, dass der in der nächsten Landtagssitzung gewählt wird. Davon gehe ich aus. Die anderen Dinge habe ich als Gerücht gehört, weiß aber nicht, wie klopffest sie sind.
Also es ist auch kein Gerücht, dass der Dr. Ukro diesen Referentenentwurf gemacht hat. Das ist kein Gerücht, das ist so, er ist der zuständige Mann und hat viel Ahnung. Das steht außer Zweifel. Ich kenne ihn aus den Sitzungen des zuständigen Landtagsausschusses. Und wenn er als Mitarbeiter künftig der Landesmedienanstalt zugewiesen werden soll, wäre das ein tüchtiger und kompetenter Mann. Nur ob es so ist, weiß ich nicht. Ich habe das Gerücht indessen gehört. Nun aber mal Butter bei die Fische. Wir haben die schöne Technik hier stehen. Wir haben dieses wunderschöne neue Medienkompetenzzentrum, dieses ganze Medienzentrum. Das hat ja alles nicht nur zwei Briefmarken gekostet und wird auch in der weiteren Unterhaltung für den saarländischen Steuerzahler schon ab und zu mal ein paar Mark kosten. Wie stellt sich denn die CDU zur zukünftigen Finanzierung des offenen Kanals und seiner Existenzgewährleistung über einen Zeitraum zwischen 5 und 10 Jahren hinweg? Entschuldigung. Herr Kommersson, Sie wollten was dazu sagen. Aus Steuergeldern wird das ja nicht finanziert. Ja, es sind indirekte Steuern. Es ist, wird aus der GEZ bezahlt. Da gibt es einen Promillesatz, der dem offenen Kanal zur Verfügung steht. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, weil das schon ein wichtiger Punkt ist, wie so eine Gremienbesetzung aussieht in Zukunft auch, kann ich auch mal da deutlich sagen, da ist auch versucht worden, einen großen Wurf zu machen seitens der Landesregierung. Wir hören es ja vom Kollegen Schön immer wieder, dass jetzt quasi schon in jedem einzelnen Punkt, den wir aufrufen, so eine gewisse Distanzierung von bestimmten Formulierungen aus diesem Gesetzentwurf zu spüren ist. Es bleibt natürlich trotzdem Fakt, dass nicht der Referent die politische Verantwortung für einen Regierungsentwurf hat, ne, sondern natürlich der zuständige Minister, beziehungsweise in dem Fall eben ist der Entwurf in der Staatskanzlei gemacht worden, also der Staatssekretär, Chef der Staatskanzlei, der die politische Verantwortung auch dafür trägt. Und ganz offensichtlich ist es so, dass der große Wurf mit diesem Entwurf nicht gelungen ist. Ich denke deswegen, wir sollten zumindest spätestens im parlamentarischen Verfahren nochmal zusehen, wie wir Eigenverantwortung auch der Landesmedienanstalt stärken könnten. Ich halte es für absurd in einer Situation, in der immer stärker darüber diskutiert wird, Aufgaben zu delegieren und eben gerade im Rundfunkbereich und im Medienbereich Aufgaben von Regierung und Staat wegzukriegen, hier den Staat nochmal stärker in die Verantwortung zu nehmen. Wir haben ja die ebenfalls absurde Situation, dass der Intendant des Saarländischen Rundfunkes sehr, sehr staatsfern gewählt wird, was zu begrüßen ist, was auch niemand in Frage stellen wird, eben durch den Rundfunkrat, wo die gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind und eben nicht durch ein staatliches Gremium, weder durch die Regierung bestimmt wird, noch durch das Parlament bestimmt wird, sondern fernab davon von gesellschaftlichen Gruppen im Rundfunkrat. Und da vermisse ich in diesem Gesetzentwurf einfach einen konsequenten Schritt, den man auch gehen müsste. Bei der Entwicklung, die die Landesmedienanstalt in den letzten Jahren genommen hat, wäre es nur richtig und vernünftig, davon abzukommen, den Direktor der Landesmedienanstalt vom Landtag wählen zu lassen. Ich hielte es für konsequent, in diesem Punkt dann die Landesmedienanstalt selbst damit zu betrauen, in dem Fall den Medienrat damit zu betrauen, weil das entsprechende Gremium zum Rundfunkrat ist. Das hielte ich für eine vernünftige und ausgewogene Sache. Dann hätten wir auch diese Diskussion nicht mehr über den unzulässigen Einfluss seitens der Politik, sondern dann könnten die Gremien, die dazu berufen sind, die Landesmedienanstalt eben zu stärken und aufzubauen und zu führen, hätten wir auch in der Verantwortung und könnten ihnen auch die Möglichkeiten geben, nach vorne zu denken, künftige Entwicklungen zu berücksichtigen. Und da hat die Landesmedienanstalt in den letzten Jahren in Zusammenwirkung mit dem Medienrat ja hervorragende Arbeit geleistet. Mit Verlaub, aber als wir eine SPD-regierte Landesregierung hatten, komischerweise waren die Intendanten des Saarländischen Rundfunk immer irgendwie mit einem roten Parteibuch ausgestattet. Elke Herrmann, Fernsehdirektor, also war mit rotem Parteibuch ausgestattet. Aber und komischerweise auch der Direktor der Landesrundfunkanstalt für das Rundfunkwesen, wie sie damals noch hieß. Mhm. Also, Herr Schön, was halten wir denn davon? Zunächst einmal Einstimmigkeit. Dem Gedanken vom Herrn Kommersson sympathisch abgewinnen. Ich könnte mir auch einen anderen Wahlmodus für den Direktor der Landesmedienanstalt vorstellen. Ist aber für mich kein Glaubensbekenntnis. Machen wir uns nichts vor.
Die Gremien werden politisch besetzt. Auch die Leitungsfunktion, sprich der Intendant, sprich der Direktor der Landesmedienanstalt. Und deswegen ist auch die Wahl durch den Landtag so falsch nicht, denn da muss ja eine Zweidrittelmehrheit her, möglichst das ein, muss nicht, ist erwünscht, wenn nicht, gibt sowieso Krach, Kollege Kommers, sondern den wollen wir ja nicht. Wir wollen möglichst Einvernehmen haben. Es ist nun mal so, der Intendant ist, um bei ihrem bei ihrer Wortwahl zu bleiben, rot. Der hier, der Direktor der Landesmedienanstalt, wird, wenn der Landtag hier so entscheidet, schwarz sein. Das ist dann eine gewisse Ausgewogenheit, wenn Sie so wollen. Den Chef des Verwaltungsrates stellt wiederum ein Roter, das ist der Herr Kleist. Und andere Dinge stellt dann möglicherweise wieder ein Schwarzer. Das ist halt in den Augen vieler Bürger Kumpanei oder Absprache gedönst. Ich sage aber andersrum, wie soll es denn anders gehen? Wir können ja nicht alles den Zufälligkeiten überlassen und Kampfabstimmung, wo am Schluss keiner weiß, was dabei rauskommt. Aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Andrea Schramm, ich bin Redakteurin von der Frequenz Moses, das Magazin für Kirche und Soziales im offenen Kanal an Herrn Kommersant. Es gab vorhin so ein bisschen Durcheinander, also man weiß jetzt nicht genau, wer finanziert denn jetzt die Landesmedienanstalt und den offenen Kanal genau? Also die Landesmedienanstalt werden ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also bei uns der saarländische Rundfunk, von den Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern finanziert. Nun ist das in der Regel, sind das die gleichen Personen wie die Steuerzahler, aber es ist eben doch ein systematischer Unterschied, denn Steuern zahlt jeder Arbeitnehmer und jeder, der entsprechend Einkünfte hat. Gebühren muss nur derjenige zahlen, der selbst zu Hause ein Rundfunkgerät besitzt und das auch einschaltet oder ein Fernsehgerät besitzt und das auch einschaltet. Und das ist letztlich eine freie Entscheidung. Dass es natürlich in unserer Gesellschaft dazugehört, dass jeder einen Rundfunkempfänger, ein Radio zu Hause hat und ein Fernsehgerät zu Hause hat, ist eine völlig andere Frage. Aber es ist auch nicht so, wenn ein Automobilkonzern irgendwas bauen würde aus den Erlösen der Automobile, dass man dann sagen würde, das ist staatlich finanziert, weil fast jeder ein Auto hat. Insofern ist das schon ein Unterschied in der Sache und es ist nicht so, dass die Politik darüber befindet. Also es ist zum Beispiel auch nicht Teil des Landeshaushaltes, das Parlament hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem Haushalt der Landesmedienanstalt zum Beispiel oder des Saarländischen Rundfunks. Es gibt noch nicht mal eine Aufsichtsfunktion oder sowas. Sondern das wird in Selbstverantwortung gemacht und ist insofern keine staatliche Veranstaltung. Da muss ich gleich nachhaken, wegen den Rundfunkgebühren für Radio. Wie ist das, wenn ich dann über den PC, der im Büro steht, ich habe dort kein Radio, sondern im Büro, empfange ich dann Radio, Fernsehen, Gebühren? Sie sind Jurist. Ich bin kein Jurist, das ist eine infame Unterstellung. Ich dachte, weiß jemand, der Herr darüber Bescheid? Ja. Da kommen wir dann her. Ja. Ich bin Politikwissenschaftler und Philosoph. Ja. Nö, aber ich nehme an, dass dort Gebühren fällig sind. Ja, klar. Wenn ich im Saarländischen Landtag Radio empfange, kann ich und Fernsehen schauen, kann ich auch, nehme ich an, dass wir da zentral eine Gebühr zahlen, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau. Ja, da wir jetzt gerade beim Geld sind, gehe ich davon aus. Ja, die Finanzierung für den offenen Kanal, die könnte man ja zum Teil, könnten die Nutzer ja selbst einbringen. Zum Beispiel durch Sponsoring. Und zwar hier für Saarbrücken und für dezentrale Projekte. Man könnte auch zum Beispiel Studios vermieten oder man könnte Kooperationen mit Kreisbildstellen, Schulen und Vereinen etc. bilden. Ja? Wie sehen Sie das? Na gut, also es muss immer ein Mindeststandard muss gewährleistet sein, unabhängig von privatem Sponsoring in dem Bereich, weil ich habe das eben gesagt, Medien sind nicht nur Wirtschaftsgut, sondern sind in allererster Linie für mich, ich würde das auch so in der Priorität sehen, in allererster Linie ein Kulturgut und insofern muss es gewährleistet sein, muss es im Zweifel öffentlich-rechtlich gewährleistet sein, dass der Zugang zu den Medien vorhanden ist und auch, dass auch die Medien selbst in der Lage sind,
sich zu verbreiten und verbreitet zu werden. Darüber hinaus ist natürlich nie was dagegen zu sagen und das wird auch gar nicht zu verhindern sein, wenn es private Finanzierung von bestimmten Dingen dann gibt, wenn es Kooperationen, wenn es Sponsoring gibt, das kann man machen. Ich bin nur der Auffassung, es muss immer gewährleistet sein, dass dieses Mindestmaß auch ohne das möglich ist, um eben keine Abhängigkeit von Sponsoren zu schaffen. Darauf müssen wir achten, aber ich denke, das steht zurzeit auch nicht zur Disposition. Da gibt es Konsens hier im Land drüber. Ja, es gibt ja, wir dürfen ja hier im offenen Kanal keine Werbung, kein Sponsoring machen. Sollte man nicht für die Zukunft diese Möglichkeit mal ins Auge fassen, damit die Nutzer und Nutzerinnen hier auch ein bisschen flexibler sind? Ich weiß jetzt nicht, ob das ausgeschlossen ist. Ist das ausgeschlossen? Dann müssen wir... Ja gut, die Satzung soll ja neu gefasst werden. Also darüber nachdenken ist sicher nicht verboten. Ich weiß nicht, wie weit gesetzliche Vorschriften dagegen stehen. Ich will mich da gerne mit befassen. Aber wichtig ist mir die Aussage des Kollegen Kommersson auch, um bei einem rundfunktechnischen Begriff zu bleiben, so eine Art Grundversorgung muss durch Gebührenfinanzierung gesichert sein. Sonst geht das Ganze nicht. Unsere Sendezeit geht gleich zu Ende. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt an Herrn Schönen. Sie haben vorhin den Satz geprägt, nicht alles soll bleiben, wie es ist, aber es wird sich doch einiges verändern. Jetzt, wo wir dann auch gerade noch mal über die Technik und die technischen Voraussetzungen gesprochen haben, die 103,7 UKW ist eine sehr starke Frequenz. Könnte es denn sein, dass wenn Internet und Fernsehen und Radio bleiben sollen, dass da vielleicht wir Einbußungen machen müssten in Sachen schwächere Frequenz? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will mich an Spekulationen auch nicht beteiligen. Ich bleibe dabei, es sollte der offene Kanal funktionsfähig bleiben, wie er bisher ist. Das würde durch eine wesentlich schwächere Frequenz auch erheblich eingeschränkt. Dann würde sich dramatisch etwas verschlechtern. Ich hoffe aber, dass sich durch das neue Gesetz für den offenen Kanal nichts verschlechtert, sondern verbessert. Laut Genfer Wellenplan 1984 ist er erstellt worden, wurde diese Frequenz 103,7, Entschuldigung, wie man das so schön sagt, koordiniert international von der ITU und da wurde diese Frequenz, Frau Schramm, um Ihre Frage dann noch ein bisschen weitergehend hin zu beantworten, mit 100 Kilowattstunden festgelegt und seit ungefähr so 2-3 Jahren, nachdem wir angefangen haben, auf der Frequenz zu senden, senden wir auch mit dieser vollen Sendeleistung und die macht auch durchaus Sinn, weil sie uns damit eine sehr gute UKW-terrestrische Verbreitung gewährleistet. Es gibt zwar gelegentliche Interferenzen mit 103,6 RPR irgendwo da oben in der Eifel, aber das haben wir mit Laufe der Jahre gut in den Griff gekriegt und diese Frequenz ist einfach super und es macht keinen technischen Sinn, da irgendwas dran zu verändern. Also die Landesregierung oder auch die Landesmedienanstalt, die werden wirklich mit dem Klamaukbeutel gepudert, wenn sie da technisch an dieser Frequenz etwas ändern würden. Ja, eigentlich war es da schon. Wir hätten noch so viel zu bereden, aber die Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, also, dass einiges mal angesprochen wurde, dass auch ein bisschen was zum Nachdenken mal rangekommen ist, ja. Auch bei unseren Hörern, auch bei den Nutzern, die uns jetzt gehört haben, bei unseren Gästen, bei Herrn Schönen und beim Herrn Kommersson, beide aus dem Landtag. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Und bist du jetzt Dank. Ein bisschen schlauer wie vorher? Ich bin wesentlich schlauer. Ich habe ein relativ gutes Gefühl im Bauch, dass ich in 5 Jahren meine Sendung auch immer noch mit voller UKW und Internetpower werde verbreiten können. Und ich hoffe, dass man unser Gesicht im Fernsehen auf Kabelkanal 5 auch noch das ein oder andere Mal wird sehen können. Apropos Kabelkanal 5, wir werden diese Sendung ausstrahlen am 25. August um 22 Uhr auf dem Kabelkanal von SaarTV im Rahmen des Fernsehprogramms des offenen Kanal Saarland. 25. August, kurz nach 22 Uhr, werden wir also diese Sendung dann im Fernsehen
abstrahlen. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von den Live-UKW-Hörern, bedanken uns herzlich nochmal bei unseren Studiogästen, beim Publikum, bei den Mannen in der Regie und hinter den Kameras, entschuldigen uns für diese Hitze, die in diesem Studium geherrscht hat, aber wir haben uns am Leben erhalten mit Sprudel und anderen Flüssigkeiten. Herzlichen Dank fürs Interesse und einen schönen guten Abend. Offener Kanal 103,7. Oh.